30.000 Euro für die aus der Ukraine geflüchteten Sportlerinnen und Sportler. Diese Summe kommt beim Spendenlauf vom Olympiastützpunkt Berlin zusammen. Rund 100 Geflüchtete trainieren derzeit an den Berliner Trainingsstützpunkten. Das Geld kommt ihnen zugute. Ja, wir sind natürlich alle wirklich schockiert, was in der Ukraine passiert. Die russische Invasion ist wirklich eine schlimme Geschichte. Und wir haben ja jetzt die Situation in Berlin, dass wir wirklich viele ukrainische Sportlerinnen und Sportler aufgenommen haben, auch Trainerinnen und Trainer, über 20 Trainerinnen und Trainer. Und wir erleben es jetzt also hautnah, wie die Schicksale dann wirklich aussehen. Und deswegen kam natürlich auch der Wunsch hoch im OSP, wir müssen was machen, wir wollen helfen, wie viele andere auch. Zahlreiche Berliner Spitzensportler und Spitzensportlerinnen sind im Sportforum Berlin mit am Start. Unter anderem Kanute Tim Hecker und Wasserspringer Patrick Hausting. Ich finde es ganz cool, was anderes zu machen, als vielleicht nur eine Sachspende oder eine Geldspende zu geben, sondern eben ein Event draus zu machen. Ich glaube, dass für die Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier beteiligt sind, die jüngeren Kinder, ist das, glaube ich, schön anzusehen. Und man muss in diesen Zeiten daran denken, dass auch so eine Dinge fürs Herz und für die Seele genauso wichtig sind, als vielleicht eine Geldspende. Sport verbindet immer wieder, egal ob es jetzt die Emotionen sind oder einfach das gemeinsame Laufen hier. Flossenschwimmerin Johanna Schikora läuft gemeinsam mit der Ukrainerin Anastasia Antoniak und ihrer Schwester. Derzeit leben alle gemeinsam in der Wohnung der Berlinerin. Luckily, we have Johanna and her parents and Johanna's trainer. Zum Glück haben wir Johanna, ihre Eltern und ihren Trainer Volko. Sie haben uns sehr warm empfangen. Wir sind sehr dankbar für die großartigen Möglichkeiten, eine Bleibe zu haben und trainieren zu können. Es hilft uns sehr, positiv zu bleiben. To train with them and really it helps us to stay positive. Eigentlich sind die beiden Flossenschwimmerinnen auf Wettkämpfen große Konkurrentinnen. Momentan bereiten sie sich beide gemeinsam auf die World Games vor. Genau, wir sind Konkurrentinnen, aber am Ende nur im Becken. Also im Becken schwimmt natürlich jeder für sich und ist jeder sich selbst der Nächste. Aber außerhalb sind wir wieder Freundinnen und unterstützen uns viel mehr als früher. Das Engagement von Johanna Schikora und der Spendenlauf sind nur einige Beispiele dafür, was im Sport gerade geleistet wird. Die Berliner Sportfamilie steht zusammen. Viele Vereine haben sich auf den Weg gemacht und haben gezielt geholfen, Geflüchteten, was die Unterkunft betrifft, aber auch was die unmittelbare Hilfe in der Ukraine mit betrifft. Ich erinnere mich an viele Vereine, die mit ihren eigenen Fahrzeugen in die Ukraine gefahren sind oder an die Grenze gefahren sind, dort vor Ort mit Kleidung, mit Nahrungsmitteln und vielen mehr Arzneimitteln geholfen haben. Also es gibt schon eine breite Solidarität im Berliner Sport und das stimmt mich einfach froh. Mehr als 1.300 Runden kommen am Ende insgesamt zusammen. Das gesammelte Geld wird von den OSP-Sponsoren und Partnern noch einmal aufgestockt. Mindestens genauso wichtig ist aber das gesetzte Zeichen. Alle stehen zusammen.